Wir haben heute den 23. Jänner 2016 und stehen vor dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Am kommenden Mittwoch soll das umstrittene Staatsschutzgesetz beschlossen werden und mit 1. Juli in Kraft treten. Dagegen protestiert der AK-Vorrat heute mit einer friedlichen Kundgebung. Lichtermeer gegen Überwachung. Also wir haben hier bei dem Lichtermeer gegen Überwachung nicht nur ein paar hundert Menschen gehabt, die mit Kerzen und Lichtern gegen die Ausweitung des Überwachungsstaates demonstrieren, sondern hinter uns ist auch Edward Snowden, der bekannteste Whistleblower der Welt. Weil hier ein Geheimdienst entsteht, zum ersten Mal in Österreich bekommen wir einen Inlandsgeheimdienst. Ich möchte nicht erleben, dass wir einen Zeitgeist kommen, den wir vor 70, 80 Jahren hier schon einmal erlebt haben und dann solche Instrumente zur Verfügung sind. Weil das, was Unrechtsregime in der Vergangenheit getan haben, tun konnten, war nichts im Vergleich zu dem, was die technologischen Möglichkeiten heute bieten. Und wir können uns vorstellen, dass wenn wir gegen die Kürzungspolitik und gegen den obszönen Reichtum von einigen wenigen protestieren, wenn wir vielleicht Methoden des zivilen Ungehorsams wählen, dass wir dann überwacht und abgehört werden. Das Gebäude da hinter mir, das BVT, die können sich aussuchen, wie transparent sie sind. Die können sich aussuchen, wo sie kontrolliert werden. Und das ist die große Gefahr, dass wir hier eine Behörde schaffen, die wir selber nicht mehr kontrollieren können. Und genau das ist das Problem. Es gibt die Schutzmechanismen nicht mehr. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Freiheiten sind nicht das, was man uns gibt, sondern das, was man uns nicht nehmen kann. Deswegen wird der AK-Vorrat vor den Verfassungsgerichtshof ziehen und wieder versuchen, bei den Richtern unsere Grundrechte einzufordern.